Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und jetzt geht's endlich los. Wir werden eine Kampagne starten, sobald wir Geld haben. Also jetzt noch nicht. Echt, das Krankenhaus brennt schon wieder? Okay, ich muss mal damit anfangen, hallo? Nie Pause machen, hier reparieren. Will die mir jetzt damit gerade sagen, okay, jetzt hier muss ein neuer Feuerlöscher hin. Okay. Wir starten jetzt mal eine Kampagne. Marketingabteilung. Los geht's. Und wir wollten ja eine. Dauer 6 Monate. Ja, machen wir erstmal Dauer 6 Monate. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt gemacht wird. Oh ne, der macht jetzt Pause. Der trinkt. Weißt du, der soll anfangen mit Arbeiten. Das erste, was er macht, ist natürlich erstmal was trinken oder was. Wenn ich mir genau überlege, könnt ihr mir ja auch vom Bett aus zuhören. Also bleibt ruhig liegen. Und statt Federn genießt ihr ja heutzutage alle eure qualitativ hochwertigen Memory. Kannst anfangen mit Arbeiten, ne? Also ab in den Kaltschaum, Leute. Lass mich raten. Nein, es interessiert mich gerade nicht. Ich weiß ganz genau, dass es der Megascanner sein wird. Scheiße, warte mal. Da. Hallo, der Megascanner soll repariert werden. Was ist denn das für ein Scheißwort, aber der Megascanner? Wir brauchen erstmal jetzt hier wieder einen Feuerlöscher. Kann mal der scheiß Megascanner langsam mal repariert werden? Das geht mir echt auf den Sack, ne? Es wäre echt schön, wenn der Megascanner repariert wird. Im Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls es Sie interessiert. So geil, ich kann jetzt direkt wieder ein Ding hinstellen. Okay, wir brauchen mehr mit Reparatur, ne? Warte mal, was wird da nochmal benötigt? Ist das Mechaniker? Ja, Instandhaltung, ne? Warte mal. Ah, das mal weg. Ist halt teuer jetzt, ne? Kann ich mir gar nicht leisten, okay. Alter, hallo? Werd mal glücklich. Gibt es Leute, die fand ich nie so viel wie du, also bitte. Also wäre schön, wenn ich mal solche Zahlen auf mein Konto hätte. Der wird gleich wieder brennen, der Megascanner, der wird gleich wieder brennen. Es brennt, es sollte nicht brennen. Hey, scheiße, habe ich den... Oh nein, den einen Hausmeister habe ich... Oh nein. Oh nicht. Scheiße, den... Ah, fuck. Boah, endlich repariert die mal, ey. Meine Herren. Bitte was? Soll ich es reparieren? Hallo? Mach mal direkt... Ich muss die mal weiterbilden, ne? Also eigentlich bräuchte ich einen Hausmeister, den ich jetzt auch nochmal auf Reparatur trimmen kann.
Aber wieso repariert die nur ein Stück? Könnte ich nehmen, ja, das wäre okay. Gut, weil die gerade alleine ist mit der Reparatur, ne? Die muss halt mehrere Sachen reparieren. Gestern habe ich einen Rudel Rekruten der Orbi-Stiftung die Straße entlang laufen sehen. Ich bräuchte eigentlich einen neuen Hausmeister. Und von den anderen getrennt wurde. Jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt erstmal die hier nehmen? Weil ich habe ein bisschen Angst, wenn wir die jetzt hier... Ah, egal. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir die jetzt hier gleich nehmen. Ne? Kommt gleich eine, die hier alle Punkte drin hat. Reparatur. Diesen Schwachpunkt, wenn sie kommen, nein. Um uns zu holen. Ja, nein. Nein. Wir haben auch nur einen Geisterjäger, ne? Also wir brauchen definitiv besseres Personal. So, jetzt reparier hier bitte. Ah fuck, ich brauche hier ein Dings, ne? Aber wieso reparieren die nie? Achtung, hä? Bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Jetzt. Mal gucken, wie viel. Das repariert sie. So, wie sieht's denn eigentlich jetzt hier hinten aus? Oh, ich vergesse halt hier. Mann. Okay, das haben wir. Das konnten wir jetzt auch machen. Wir können ja nochmal auf Ausgabe 20.000 machen. Wir können natürlich auch das machen. Ne? Damit können wir uns natürlich auch pushen. Aber wir machen jetzt erst einmal. Schauen wir, die Entwässerungsanlage könnten wir jetzt schon mal verbessern, was halt keinen Sinn macht, weil wir die noch nicht haben. Aber die Megascanner könnte man auf 3. Hämmern. Das könnte man machen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ich glaube, ich brauche noch einen im Marketing, ne? Dauert dann zu lange. Oh. Nee, Jobs. Das wollte ich. Danke. Nee. Aufnahme. Aufnahme. Aha, Aufnahme, Aufnahme. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Achso, es gibt ja hier die Aufnahme noch, ne? Ja, gut, stimmt. Ah, guck mal, so eine Aufnahme könnte man ja eigentlich... Ist nicht hier ein Zimmer, ne? Ist ja eigentlich gar nicht so dumm, ne? Wenn wir hier eine Aufnahme hinzimmern. Oh ja. Oh ja, jetzt sieht schon mal besser aus. Krankenhaus des Jahres, beste Forschung. Sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hier vorne so eine kleine Aufnahme noch hin. Und was wir jetzt auch als nächstes machen, wäre, Fraktionsstation können wir machen, Forschung abgeschlossen, nein, nein. Okay. Und was wir jetzt auch machen könnten, boah, jetzt ist es dumm, ne? Jetzt kommen die alle zur Fraktionsstation. Zur Frakturstation gebeten.
Meine Frage ist, beginnt dann danach erst das Marketing für die 6 Monate oder ist es jetzt vorbei? Das ist so meine große Frage. Bedeutet das, dass es jetzt vorbei ist? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so wirklich so einen Schub habe ich, nö. Wir brauchen mehr Pflegepersonal. Wir haben hier 3. Und die haben wir gerade 0. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Aber guck mal, hier können wir ja auch eine... Genetik. Okay. Aber brauchen wir das unbedingt? Ich würde gerne mal... Voll teuer, eine große Kampagne. Eine große Kampagne ist richtig teuer. Wir könnten natürlich nochmal eine Kampagne für die Frakturenstation machen. Hier. Machen wir mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen überfragt, weil wir haben jetzt eine Kampagne gestartet und ich habe jetzt damit gerechnet, dass meine Station komplett überfüllt ist, aber irgendwie passiert hier gar nichts. Also wirklich überhaupt gar nichts. Und das verstehe ich leider noch nicht so ganz. Was wir aber auch langsam mal tun sollten, wäre... Halt. Wir holen jetzt wieder einen von außerhalb, ne? Und die geben wir mal Allgemeinmedizin 2 schon mal. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Kampagne irgendwie noch nicht so wirklich gefruchtet hat, ne? Also... Irgendwie ist hier nichts los. Köstliche Häppchen und diese sehr lustige Folge mit Kommissar Miau, als Inspektor Horst diesen einen Witz erzählt hat. Vor allem, wir haben ja auch hier, was ich auch sehr geil finde, wir haben hier einen Töpfer. Und irgendwie, wo wollen die denn hin? Wo will denn der hin? Zu kalt. In der Warteschlange. Also der hat noch einen Termin in der Arztpraxis oder was? Ja, die Arztpraxen sind immer unser Problem, ne? Ja, die haben halt hingepisst. Das ist sehr, sehr lecker. Ein Assistent wird an der Aufnahme. Bin gerade am überlegen, ob wir irgendwo hier noch eine Toilette hinmachen könnten. Vielleicht hier? Hier noch. Waschbecken. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Handtrockner. Mülleimer. Händedesinfizieren. Machen wir einen großen Heizkörper hier noch hin, würde ich sagen. Ja.
Ja. So. Können wir so lassen erstmal. Weil haben die hier wenigstens eine Toilette. Dann müssen die nie durch das halbe Krankenhaus rennen. Also wir müssen auch mal gucken, dass wir jetzt, wisst ihr, was wir jetzt mal machen müssen? Wir müssen jetzt unsere, die zwei verbessern, so. Und dann bräuchten wir langsam auch mal wieder in, obwohl für die Station, brauchen wir jetzt wirklich jemanden noch für die Station? Ich bin gerade am überlegen, warte mal, wir haben jetzt, sind halt nur drei Krankenpfleger, ne? Die Station. Das ist ein bisschen mau. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Also drei Krankenpfleger finde ich ein bisschen mau. Falls mal irgendwann der große Ansturm kommt, was ich irgendwie gerade nicht glaube, aber es kann ja mal passieren. Hier müssen wir auch langsam mal hier weiterbilden. Das ist scheiße, wenn man einen Termin hat, ne? Gerade beim Arzt sitzt und man muss eigentlich pullern. Das ist natürlich sehr doof. Mal sehen. Daniela Finger Sandwich sagt, das Paket enthält wahrscheinlich ein peinliches Foto von. Also, wir könnten natürlich jetzt Richtung. Vielleicht nur ein kleineres Paket. Wie groß müssen die 4x4? Och nein, schade. Ich dachte, man könnte die jetzt hier reinmachen, aber klappt leider nicht. Ganz vielen Hämmern darauf einzuschlagen. Hey, Bodo, so viele Hämmer haben wir hier nicht. Also steck dir deinen nutzlosen Rat doch. Entschuldigung. Ich fürchte, der Stress wird langsam zu viel für mich. Das sieht aber auch kacke aus. Geht ja eh nie, weil wir müssen noch eins nach da gehen. Naja, scheiße. Gefällt mir nicht. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Diagnose machen wir mal aus. Wir machen jetzt mal nur Behandlung. Obwohl das halt auch wieder dumm ist. Ein Arzt zum Megascanner, bitte. Weil so habe ich natürlich auch eine Diagnose-Einnahmequelle und die Leute teilen sich so ein bisschen auf, ne? Und die Werbekampagne läuft hier noch. Ja gut, man könnte auch langsam. Ich bin gerade am überlegen, ob wir mal einen neuen Forscher, aber die Forschung rennt ja eigentlich jetzt nicht so weg, ne? Nee. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ja, könnte man, aber. Nee. Oh, das ist gut. Die gutste stellen wir mal mit ein. Und die ist ja dafür da um Upgrades, ne? Genau, das heißt, ja, das ist okay. Ja, die darf auch Abfall entfernen, Müll entfernen erlaubt, ja, das ist okay. Warte mal, hier, der ist doch Geisterjäger. Wieso habe ich denn das ausgestellt? So, lassen wir mal so. So ist okay.
da die Gutste ein bisschen was zu tun. Gut, den können wir jetzt erstmal Marketing 2 verbessern. Das machen wir dann mit den Typen hier einfach jetzt. Das ist nicht so schlimm. Okay, aber es läuft langsam, ne? Muss man ja echt sagen. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Es war immer noch wieder das große Problem. Was machen wir hier mit den Allgemeinmedizinern? Weil die sind irgendwie immer überlastet. Ich kann machen, was ich möchte. Die sind immer überlastet. Ah, ich glaube, wir brauchen definitiv doch ein paar mehr Krankenpfleger. Pass mal auf, hier. So, jetzt haben wir 4. Nash. Auf der Station dürfen 3 arbeiten. Dann muss ich mal kurz gucken. Auf der Station dürfen 4 arbeiten. Das ist so eigentlich, glaube ich, ganz in Ordnung, wenn wir das so machen. Auf Radio Notfallapotheke, ja. Das ist natürlich doof, wenn man keine hat. Vorschläge okay. Vielleicht sollte ich das Paket wirklich zerstören. Aber ich sehe es gewissermaßen als Wink des Schicksals. Wir haben ja einen Arzt, ernsthaft versucht, der, jedes mögliche Szenario endet damit, dass ich das Paket öffne. Haben wir nicht einen Arzt, der, in der Töpferei arbeitet? Ist der hier, ne? Der macht aber auch nebenbei die Forschung, ne? Den könnte man aber eigentlich auch mal weiterbilden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Den könnte man... Dann machen wir mal Behandlung 2. Und wir haben kein Geld. Einfach machen wir mal eine kleinere Kampagne. Schadet ja nicht. So, wir brauchen jetzt als nächstes eigentlich ja, die Zirkustherapie. Die Farbtherapie ist halt auch mega gefragt. Aber auch die Entwässerungsanlage ist natürlich ein bisschen gefragt, ne? Die Entwässerungsanlage ist natürlich auch mega gefragt, ne? Ich habe das Gefühl, das Personal... Ich habe das Gefühl, das Personal reicht hier halt immer noch nicht, ne? Also wir haben jetzt 3 sind hier. Obwohl, ja, gut. Warte mal, jetzt müsste ja einer mal umswitchen. Jetzt müsste einer von... Mal gucken, ob die das machen. Oder bleiben die 3 jetzt? Arbeiten jetzt die 3 hier? Die 3 arbeiten jetzt hier, ne? Heißt eigentlich, wir bräuchten nochmal hier einen Krankenpfleger. Obwohl, dann können... Ja, wir könnten hier eigentlich einen Krankenpfleger rausnehmen. Man könnte jetzt sagen, weil der eine sitzt hier immer nur. Also es arbeiten immer nur 2. Könnten wir eigentlich auch machen. Fragen über Fragen.
Ja, diesmal ein bisschen schlechter, aber ist okay. Kann ich mit leben. Also wir müssen, das Wichtigste ist, was wir jetzt wirklich machen müssen. Was wir wirklich machen müssen, ist uns um die Entwässerungsklinik zu kümmern. Wir brauchen definitiv eine Entwässerungsklinik, weil die ist wirklich mega gefragt. Und ich glaube, auch wenn wir die dann haben, dann sollten wir. Farbtherapie haben wir leider nicht. Spritzen haben wir es auch nicht. Jetzt ist die Frage, die Entwässerungsklinik ist ein 4x4-Teil. Ja, ich glaube, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als wir brauchen ein neues Grundstück, ne? Wir kommen nicht drum herum. Wir bräuchten ein neues Grundstück. Seine Fühler nach mir ausgestreckt. Mein Respekt vor dem zerstörerischen Potenzial des Pakets wandelt sich allmählich in Zuneigung um. Ah, doch, hier hat es aber mit der Kampagne jetzt, glaube ich, funktioniert. Guck mal. Jetzt, glaube ich, funktioniert. Der nächste Song wird der Soundtrack dazu. Das ist doof. Warum auch nicht? Jetzt mit der Kampagne diesmal funktioniert. Guck mal. Okay. Aber wieso arbeiten hier. Mal 1. Ja, doch 3, genau. Und hier sollten 4 arbeiten, genau. Aber. Das Problem ist, sobald die in einem Raum arbeiten, also wie hier, die wechseln jetzt nicht einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass der eine jetzt einfach mal hier rüber. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der könnte an sich erst mal mit auf der Station arbeiten, ne? Aber der hat halt nur Behandlungskompetenz, ne? Wir bräuchten jetzt so einen Krankenpfleger, der. Ja, brauchen wir erstmal noch nicht. Okay, hier, also wir brauchen definitiv noch ein, zwei Krankenpfleger. Dann haben wir es, glaube ich, ganz gut verteilt. Aber bei der Fraktur, ich habe das Gefühl, bei der Frakturenstation hat es ein bisschen geholfen. Und dadurch haben wir natürlich jetzt gerade einen guten Geldsegen und den müssen wir natürlich auch ein bisschen ausnutzen. Also wir kommen ja, ihr seht es ja selber, wir kommen ja sofort wieder ins Plus. Das ist schön. Das heißt, wir sollten. Können wir versuchen, schaffen wir aber nicht. Ja, die meisten sterben, weil sie wirklich zu lange in der Warteschlange sind. Das ist. Pass mal auf. Wir nehmen die jetzt mit hier rein. Und sie arbeitet nur logischerweise als Ärztin. Ihr müsstet doch jetzt. Ist doch frei, oder ist jetzt. Nö, die macht halt die ganze Zeit nur so. Was soll mir das jetzt sagen? Sie freut sich halt einfach nur. Okay. Wir haben noch viel zu tun. Aber ich muss sagen, es läuft schon mal besser als mein altes Krankenhaus. Es ist halt. Ich weiß, also ich habe jetzt wirklich eigentlich von dem Spiel fast alles herausgefunden. Ne? Zu 90% habe ich das Spiel verstanden. Aber es gibt halt noch den einen Punkt, wie man. Die Allgemeinmediziner, wie man die entlasten kann. Das weiß ich immer noch nicht so ganz, weil unser Ruf steigt. Das bedeutet natürlich, es kommen immer mehr Leute und die Allgemeinmediziner werden nie entlastet. Nie. Die werden halt nie entlastet.
Das ist halt so ein bisschen, bisschen nervig. Weil, naja, weil halt unser Ruf, wie schon gesagt, unser Ruf steigt halt die ganze Zeit. Gut, das kriegt man aber irgendwie, denke ich mal, noch gebacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!